Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Zur zweiten Bundesliga gibt es heute schon eine Konferenz und zum nächsten Spieltag dann natürlich auch. Die dritte Liga bekommt heute erstmal normale Zusammenfassung, dafür aber von allen Spielen. Und am letzten Spieltag, wenn dann noch eine gewisse Dramaturgie im Abstiegskampf, wovon man ja ausgehen kann, besteht, werde ich da auch da dann eine Konferenz machen. Jetzt geht's aber erstmal los mit der Konferenz der zweiten Bundesliga. Viel Spaß dabei und vielen Dank fürs Reinschalten. Schauen wir vorher noch einmal auf die Tabelle, damit wir im gleichen Wissensstand liegen. Der 1. FC Köln ist klar Meister, ist klar aufgestiegen. Da wird es dann auch die Meisterfeier geben im heimischen Rhein-Energie-Stadion. Zweiter ist Paderborn mit 54 Punkten, dahinter Union Berlin mit 53 Punkten. Die müssen gegen Magdeburg. Paderborn ja im direkten Duell mit dem vierten Platz, dem HSV. Und theoretisch hat auch noch der 1. FC Heidenheim und der FC St. Pauli die Möglichkeit, den Relegationsrang zu erreichen. Das dürfte aber äußerst schwierig werden. Und ja, kann man grundsätzlich nicht von ausgehen, dass das noch passiert. Also Paderborn, Union und HSV werden diese 2., 3. und 4. Plätze jeweils unter sich ausmachen. Ingolstadt da unten, ja, mit 2 Siegen könnten sie Sandhausen und Fürth noch bekommen. Magdeburg hat auch noch die Möglichkeit, drin zu bleiben über den Relegationsrang, ebenso wie Duisburg. Und ja, dann schauen wir einfach mal auf die Partien. Der Meister steht ja schon fest, das ist der 1. FC Köln, der empfängt den SSV Jahn Regensburg. Bei Kiel gegen Dresden geht es um nichts mehr. Der MSV Duisburg muss Punkte sammeln gegen Heidenheim, um den Relegationsrang noch erreichen zu können. Heidenheim, ja, theoretische Möglichkeit noch auf den Aufstieg. Union Berlin muss gewinnen gegen Magdeburg, um realistische Chancen zu haben, noch direkt aufzusteigen und um vor allem auch den Relegationsrang zu sichern. Da ist der abstiegsbedrohte 1. FC Magdeburg zu Gast, der sich mit dem FC Ingolstadt noch um den bleibenden Relegationsrang gegen den Abstieg streitet. Die Ingolstädter empfangen den SV Darmstadt, für die geht es um nichts mehr. Der SV Sandhausen quasi auch gerettet, muss aber noch am besten einen Sieg einfahren gegen Arminia Bielefeld. St. Pauli Bochum, da geht es um nichts mehr. Aue gegen Fürth, ja, da muss Fürth einen Punkt sammeln, um sicher in der Klasse zu bleiben. Aue hat es am letzten Spieltag schon geschafft. Und bei Paderborn gegen HSV, glaube ich, ist jedes gesprochene Wort zu viel. Ab in die Konferenz. Und damit ganz herzlich willkommen zur 33. Runde der zweiten Bundesliga, die Konferenz. Und was für eine. Oben geht noch einiges, unten ist auch noch nichts geklärt. Und der SC Paderborn steht hier in der Bentele Arena im Mittelpunkt. Zu Gast sind die Hamburger, die nach dem 0:3 Rückschlag zu Hause gegen die Schanzer weiterhin nur auf dem vierten Tabellenrang stehen. Auch die Patzer aus Paderborn und aus Berlin nicht aufnehmen und verwerten konnte. Lasogga heute von Beginn an in der Spitze. Wir schauen hier gleich wieder drauf. Gucken erstmal nach Köln. Und so eine ruhige Saison war das beim 1. FC Köln auch nicht. Wie ist die Tabellenführung? Wie ist die Meisterschaft nach 32 Spielen vermuten lässt? Es war auch von Turbulenzen geprägt. Zu Gast ist der SSV Jahn Regensburg. Für die Gäste geht es nur noch darum, das hier zu genießen. Im Anschluss gibt es die Meisterschaftsfeier für die Kölner. Wir schauen mal weiter. In eine Partie, in ein Stadion, in dem es um nichts mehr geht. Der FC St. Pauli empfängt Bochum. Unten sehen wir auch Dresden zu Gast in Kiel. Auch da ist alles gesagt worden für beide Mannschaften, beziehungsweise für diese vier, die wir gerade gesehen haben. Geht es um absolut nichts mehr. Ansonsten ist in den anderen Partien überall noch was drin. Wir wollen weiterschauen. Gucken nach Aue. Da steht Jendrusch überraschenderweise im Tor, weil Martin Mendel sich verletzt hat am Wadenbeinkopf. Eine Prellung erlitt. Unten noch der SV Sandhausen gegen Bielefeld. Hier ist nämlich Greuther Fürth zu Gast. Für die Fürther geht es ebenso wie für den SV Sandhausen darum, die letzten Zweifel am direkten Klassenerhalt wegzustreifen. Wir gucken dahin, wo es ernster ist. Und das ist definitiv in Duisburg. Doch die Meidericher konnten ihre Klassenerhaltsträume doch noch aufrechterhalten. Es ist trotzdem unglaublich schwer. Sie gewannen zwar 2:0 gegen Holstein Kiel und machten da durchaus solide Arbeit. Aber
Die letzten beiden Spiele müssen unbedingt gewonnen werden. Und das ist nicht so einfach. Jetzt ist erstmal Heidenheim zu Gast. Die haben noch minimale Chancen auf den Relegationsrang. Wir gucken noch weiter. Der FC Ingolstadt hat die Lilien aus Darmstadt zu Gast. Die Schanzer sind in überragender Verfassung. Das 3:0 gegen den Hamburger Sportverein brachte nochmal Auftrieb. Und tatsächlich, mittlerweile haben sie es zumindest auf den Relegationsrang geschafft. Und damit wären sie am Ende auch absolut zufrieden. Dennoch drückt von unten der erste FC Magdeburg. Und ja, die Magdeburger sind zu Gast bei Union Berlin. Die sind Dritter, das dürfte nicht so einfach werden für die Gäste dort. Kann man nicht wirklich behaupten. Die Eisernen wollen nach dem Patzer in Darmstadt ihre nächste Chance nutzen. Sie haben ja das Glück, dass sich die Konkurrenten bei Paderborn gegen den HSV die Punkte gegenseitig wegnehmen. Und dennoch ist es auch auf der anderen Seite eine Gefahr. Das heißt, irgendjemand von diesen beiden Mannschaften wird eben punkten. Das heißt, Union Berlin müsste die Hausaufgaben erstmal selber erledigen. Für Magdeburg ist auch noch viel drin. Wir starten die Konferenz aber in Paderborn. Ja, und das ist wirklich dramatisch. Dramatischer hätte man diese Partie kaum legen können. 33. Spieltag. Aber damit hätte vor der Saison auch wirklich keiner rechnen können, dass es für Paderborn um den Aufstieg geht und für den HSV. Eventuell war schon geplant, dass alles sicher ist an diesem 33. Spieltag. Wir dürfen gespannt sein. Paderborn wird anstoßen in den schwarzen Trikots im ersten Durchgang von links nach rechts. Der HSV, klar, rote Hosen, weißes Shirt. Im Pokal hat es hier geklappt in der Benteler Arena. Da war es Pierre-Michel Azoga, der die Hamburger ins Halbfinale schoss. Da schieden sie dann ja gegen Leipzig aus. Tor in Berlin! Auf ein offenes Spiel gespannt sein und jetzt schon das erste Tor in der Konferenz. Ab nach Berlin. Eisern Union führt und legt vor Richtung Paderborn. Unglaublich! Erste Ecke, erster Schuss, erstes Tor. Keine 120 Sekunden waren gespielt, als der Ball dann einschlug. Verlängert am ersten Pfosten und Friedrich drückt das Ding dann rüber. Brunst ist am ersten Pfosten außer Gefecht gesetzt. Und aktuell würde das bedeuten Union Berlin Tabellenrang 2 vorm 34. Spieltag. Wir haben aber noch 88 Minuten vor uns. Dennoch ist das wirklich mal eine Duftmarke. Der SC Paderborn, ja, ob da die Ergebnisse an die Anzeigentafel geworfen werden, ist die Frage. Das hier baut auf jeden Fall schon mal Druck auf. Doch die Magdeburger kämpfen auch jetzt nach vorne, müssen ja auch was hier mitnehmen. Ansonsten ist der Klassenerhalt kaum noch zu bewerkstelligen. Da ist der Ausgleich. Was für eine Anfangsphase. Tarek Şahin mit dem 1:1. Alles wieder auf Anfang. Union Berlin wieder auf Platz 3. Paderborn auf Platz 2. Diese Flanke wird länger und länger. Dann kriegt er den Ball gegen die Laufrichtung geköpft. Und Giekiewicz kann sich nicht mehr rechtzeitig umdrehen. Und streckt sich dann vergeblich nach diesem Ball. Was für eine Anfangsphase hier im Stadion an der alten Försterei. Es steht also nach gerade mal 6 Minuten 1:1 zwischen Eisern Union und dem ersten FC Magdeburg. Wie gesagt, die Magdeburger müssen eigentlich gewinnen, um die Ingolstädter noch einzuholen. Und jetzt schauen wir nach Aue. Sieht erstmal schlecht aus für Greuther Fürth mit der Rettung aus eigener Kraft. 8. Minute, Jan Hochscheid bringt die Lila Veilchen in Führung. Sie konnten sich ja durch einen Erfolg in der vergangenen Woche gegen Regensburg selber retten und sie taten das auch. Jan Hochscheid wuchtet den Ball rein. Wunderbares Tor. Schöne Direktabnahme. Und der bittere Nackenschlag für Greuther Fürth. Eine Abreibung gab es gegen den 1. FC Köln am Montagabend mit 0:4. So sieht sie jetzt erstmal aus. Wir schauen eine Station weiter. Interessant für den Abstiegskampf in den Audi Sportpark.
wo der SV Darmstadt aber den Ingolstädtern in die Suppe spucken möchte. Bei den Schanzern läuft es seit Thomas Oral da, ist wirklich überragend. Vielleicht sogar die Mannschaft der Stunde. Oben tun sich ja alle Teams extrem schwer. Melem mit der Flanke, Gauss kann es aber erstmal klären. Cohen mit dem Ball in die Mitte, das sollte er nicht tun. Da wird der Ball nochmal scharf gemacht. Kempe mit der Vorlage auf Serdar Dursun und die Schanzer legen sich das Ding fast selbst rein. 10. Spielminute, 1:0 für die Gäste. Unglaublicher Fehler. Und die sind natürlich erstmal bedient. Was machen denn die Ingolstädter da? Müssen den einfach rausbringen. Serdar Dursun steht richtig. Es ist kein Abseits. Und dann bleibt da vor Philipp Czauner cool. Hier steht es 0:1 ab nach Duisburg. Und man muss sich hier fragen, für welche Mannschaft ist die Chance minimaler, das Wunschziel noch zu erreichen? Heidenheim mit kleinen Chancen auf den Relegationsrang oben eben und Duisburg schaut auf Platz 16. Dazu müssen sie aber beides hier gewinnen. Und es ist eine nervöse Anfangsphase der Meidericher. Sie haben deutlich mehr zu verlieren als die Heidenheimer. Die spielen eine starke Saison und geben hier jetzt auch den Takt erstmal an. Dennis Tomala mit dem Abschluss, aber kein Problem für Felix Wiedwald. Doch das war ein starker Kraftakt der Meidericher zuletzt gegen Holstein Kiel. Bewahrten sich somit erstmal die Chance auf Platz 16. Ja, ansonsten wären sie schon abgestiegen. Die 3 Punkte waren dort also notwendig. Die nächsten 3 Punkte müssen hier und heute her. Aber Heidenheim macht das erstmal stark in der Defensive. Jetzt aber mit dem Ballverlust in der Bewegung Tor in nach Köln. Vorne. Und jetzt schauen wir nach Köln. Den Treffer gucken wir uns natürlich an. 1:0 für den ersten FC Köln, doch es ist abseits gewesen. Soll es zumindest gewesen sein. 17. Spielminute, also ruder ich dann nochmal zurück. Ja, hier die Weiterleitung, da steht John Cordoba klar im Abseits, aber es war gut gespielt. Florian Kainz mit der Vorlage. Munterer Beginn, noch keine Tore hier beim Meister aus Köln. Regensburg spielt aber auch mit. Dadurch ergeben sich eben die Möglichkeiten auf beiden Seiten. Weiterhin hier aber 0:0. Heimspieldebüt also für Pavlak, der beim 4:0 gegen Greuther Fürth scheinbar alles richtig gemacht hat. Die Offensive hat dort funktioniert. John Cordoba mit 3 Treffern natürlich Mann des Tages. Das sind hier die ersten Eindrücke. Wir gucken nach Paderborn, wo die Möglichkeiten bestehen, die Treffer zu erzielen auf beiden Seiten, wie eben auch scheinbar in Köln. 19. Spielminute, aber das war jetzt erstmal eine abgeglitschte Flanke, die kein Problem für das Tor von Julian Pollersbeck darstellte. Die Paderborner sind hier etwas besser aufgelegt. Der HSV von Nervosität im Spiel gerade so verfolgt. Wagnermann kriegt den Ball auch nicht richtig geklärt. Özkan, ja, kommt erst nicht durch, spielt dann locker zurück. Sie haben aktuell den 4. Tabellenrang auf der Fahne stehen, die Hamburger. Sie müssen hier unbedingt gewinnen. Ansonsten könnte es eben heute schon vorbei sein. Natürlich nur, wenn sie hier verlieren sollten. Trotzdem spricht aktuell nicht viel für die Hamburger, außer dass Union Berlin eben auch nicht führt gegen Magdeburg. Statt jetzt würde der Führungstreffer den HSV auf Platz 2 bringen. Aber wir sind ja auch noch nicht mal eine halbe Stunde in der Partie. Der HSV versucht sich hier nach vorne zu spielen, langsam, gemächlich. Aber die Abschlüsse fehlen noch bis jetzt. Douglas Santos kommt gegen Kai Pröger nicht durch. Und so schaut das weitestgehend aus. Der Paderborner Sportclub dann in die Gegenseite unterwegs. Und jetzt Vasiliades zu Philipp Clement. Der steht kurz vorm Strafraum, zieht den Ball einmal zurück. Und dann zu Linsky, der Julian Pollersbeck testet. Sehr guter Angriff und das machen die Mannen von Stefan Baumgart richtig gut. Ja, und Pollersbeck muss da erstmal seine Mannschaft wieder ordnen. Es gibt Eckstoß von der rechten Seite. Clement, ein überragender Linksfuß, wird den Tor in Berlin reintreten. Wir schauen aber nach Berlin, da ist es mal wieder eingeschlagen. Die Berliner führen wieder nach einer halben Stunde. Sebastian Polter ist der Torschütze zum 2:1 für Union Berlin.
stark über die linke Seite. Die Flanke wird länger und länger. Am zweiten Pfosten setzt er sich dann im Kopfballduell durch. Brunst irrt da etwas durch den 5-Meter-Raum, weiß nicht, ob er rauskommen soll, drin bleiben soll, dann steht da halbgar 1-2 Meter vorm eigenen Kasten und kann dann gegen den trotzdem sehr platziert gesetzten Kopfball nichts mehr anrichten. Berlin führt also wieder das Ausrufezeichen in Richtung Paderborn. Es geht also hin und her auf der Tabelle. Und Tor in Köln! Erstmal wieder auf Platz 2, jetzt der Treffer in Köln. Und jetzt zählt er auch, aber für die Gäste. Maximilian Thalhammer mit dem 1:0 in der 30. Spielminute. Wunderbarer Schuss, wunderbarer Treffer. Timo Horn ohne die Möglichkeit, den abzuwehren, steht da 5 Meter vor seinem Kasten. Das ging jetzt postwendend in die andere Richtung. Es ist wirklich eine richtig tolle Partie. Für beide geht es nur noch darum, Schönes abzuliefern. Die Kölner wollen ihren Fans aber nochmal einen Heimsieg bieten. Wir schauen später drauf. Ab mal nach Sandhausen. Da kommt Arminia Bielefeld gerade nach vorne. Konnte ja den Rivalen aus Ostwestfalen ärgern. Den SC Paderborn am letzten Spieltag gewann sie am Freitagabend dort mit 2:0. Gibt einen Eckstoß, den schauen wir uns natürlich an. Und der SV Sandhausen möchte den Sieg hier heute einfahren, um alle Irritationen zu beseitigen. Mit dem 3:2 in Heidenheim setzten sie ein wirklich gutes Zeichen im Abstiegskampf und machten damit den FC Ingolstadt ihren Sieg gegen den HSV zumindest etwas madiger. Jetzt der Abschluss von Tom Schütz, aber der geht in die Wolken nach 34 Spielminuten. Die Bielefelder haben sich schon etwas früher gerettet. Hier steht es nach 34 Minuten und ein paar Sekunden. Torlos 0:0. Wir wollen mal nach Hamburg schauen, ans Millern-Tor. Da geht es ja für beide Teams im Prinzip nur noch um die Ehre. Auch wenn es rechnerisch für die Braun-Weiß noch möglich ist, glauben sie nicht wirklich dran. Jetzt kommt die Flanke und das Tor für die Gäste aus Bochum. Sylvain Gonvula in der 35. Minute mit dem Führungstreffer für den VfL. Macht das stark, aber auch eine richtig gute Flanke von der linken Seite. Müsste Lee gewesen sein, der die reintritt. Hogmar steht da auch suboptimal zum Gegenspieler. Und so steht's dann. 0:1. Ist verdient. Es ist keine spannende, keine spektakuläre Partie. Und so ist für den FC St. Pauli dann spätestens nach 33 Spieltagen Schluss mit dem Gerede vom Aufstieg. Wobei die Braun-Weißen das eigentlich selten kaum selbst getan haben. Wir schauen wieder nach Paderborn. Der SC Paderborn agiert gerade mit einem langen Ball zur Abwechslung. Antwi Ajay zu Babacar Gaye. Was ist das für ein Tor? 35. Spielminute. Der SC Paderborn geht in Führung durch ein fantastisches Tor. Das jetzt ein bisschen aus dem Nichts kam. Sie hatten zwar eine Chance, doch der HSV hatte sich vorne festgesetzt. Ein langer Ball und der HSV ist hinten komplett aufgeschmissen. Super Treffer. Und der Nackenschlag für den HSV. Aktuell würde jegliche Chance auf den Relegationsrang sogar wie weggewischt sein, da die das deutlich schlechtere Torverhältnis haben als Union Berlin. Es steht hier 1:0 also für den SC Paderborn und die Gastgeber kommen gleich wieder. Das Tor in Köln nehmen wir natürlich mit. Ja, ist aber wieder abseits, 40. Spielminute, das zweite Abseitstor jetzt hier schon. Aber war durchaus gut gemacht, hier der Kopfball, der dann gleich an die Latte gehen wird. Grüttner nickt dir den Ball dann ein, gucken wir also nochmal drauf. Abseits auch völlig richtig entschieden. Also, hier steht es weiter, 1:0 für die Gäste, nicht 0:2, wir schauen nochmal weiter. Ingolstadt kommt und drückt auf den Ausgleich. Aktuell ist es ja okay, weil Magdeburg auch in Berlin nicht zu punkten scheint. Trotzdem würden sie hier gerne
vielleicht auch nochmal Fürth oder Sandhausen auf die Pelle rücken. Dazu müssten sie hier aber definitiv gewinnen. Jetzt wieder die Lilien, machten einen guten Job bislang, führen eben auch 1-0. Kempe mit dem Ball auf Melem, der heute über die linke Seite kommt. Doch Philipp Neumann passt auf. Jetzt aber der Fehler von Paulsen. Palzon in die Spitze, Riesenchance. Und Schauner passt auf, Szene noch nicht geklärt. Melem nochmal zu Tor in Tobias Berlin. Kempe. Und das Tor in Berlin nehmen wir wieder mit. 3-1. Union Berlin drückt Magdeburg in Richtung Liga. Tor in Köln. 3. Tor in Köln schauen wir uns gleich noch an. Vielleicht zählt es diesmal ja auch, aber wir gucken vorher hier drauf. Sebastian Polter stark bedient. Und dann auch ein richtig guter Abschluss. Doppelpack Polter. Unten links schlägt er ein mit seinem linken Fuß. Und dann ist in Köln noch ein Tor gefallen. Ja, diesmal zählt es wirklich. Die Kölner gleichen aus. Jean Córdoba steht am zweiten Pfosten und drückt den Ball über die leere Linie. Ja, schon angesprochen. Gegen Fürth zuletzt dreimal getroffen. Jetzt macht er hier wieder eins. Hat er stark gemacht und stand eben genau da, wo er hin muss. Wie schon gegen Fürth steht er immer da, wo er zum Eindrücken bereitsteht. Also, hier ist auch Pause. Köln-Regensburg 1-1 nochmal nach Duisburg. Der MSV Duisburg gerade mit einer richtig guten Chance. Und da Magdeburg und der FC Ingolstadt jeweils zurückliegen, wäre ein Sieg hier nochmal richtig stimmungshebend. Eckball von der linken Seite, 2 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Aber das ist ein völlig missglückter Eckstoß in die Füße von Maximilian Thiel, der da auf der 16er Kante steht, eigentlich mit der Szene gar nichts zu tun hatte, trotzdem den Ball bekommt und den dann Tor in Ingolstadt ins Ausklärt. Tor in Ingolstadt, das ist interessant. Ingolstadt gleicht aus in der letzten Tor Minute in der Berlin. Nachspielzeit. Tor in Berlin gucken wir uns natürlich auch gleich an. Stefan Kutsch genickt das Ding hier ein, bringt die Schanzer noch vor dem Pausenpfiff in eine richtig gute Position. Fürth liegt ja hinten, Sandhausen auch nur 0-0. Es ist also für Ingolstadt vielleicht sogar noch Platz 15 drin. Jetzt nach Berlin. 4-1 für Magdeburg kommt es jetzt knüppeldick. Robert Juhl hämmert das Ding ein. Und Alexander Brunst ist ohne jede Chance. Was passiert hier gerade mit den Magdeburgern? Innerhalb von 2,5 Minuten der Doppelschlag. Und ja, so wird es vermutlich nichts mehr mit dem Relegationsrang. Das tut richtig weh. Sie haben so viel gekämpft. Unter Michael Oenning so gut zurückgekommen. Wir wollen noch keinen Abgesang auf sie starten. Aber das 4-1 müssen sie jetzt erstmal verknusen. Hier ist Halbzeit. In den anderen Stadien sieht es ganz genauso aus. Also 4-1 für Union Berlin. Die stehen Stand jetzt aber nur auf Platz 3, weil Paderborn eben auch führt gegen den HSV. Wir schauen kurz auf die Halbzeitergebnisse. Köln-Regensburg 1-1, Kiel-Dresden torlos 0-0, Duisburg-Heidenheim ebenfalls noch 0-0, das torreichste Spiel in Berlin. Da führen die Eisernen 4-1 gegen Magdeburg. Ingolstadt konnte gerade noch kurz vor der Pause ausgleichen gegen Darmstadt. Sandhausen gegen Bielefeld ebenfalls 0-0. St. Pauli gegen Bochum 0-1, Aue gegen Fürth 1-0. Für Fürth vielleicht nochmal etwas brenzlig. Und Paderborn führt 1-0 gegen den HSV. Da müsste die Rautenelf jetzt nochmal was machen im zweiten Durchgang. Wir sind zurück in der Konferenz und starten an der Wedau. Die Heidenheimer schauen natürlich gespannt nach Berlin, nach Paderborn. Bei diesen Resultaten würden selbst 3 Punkte hier nichts mehr bringen. Aber wie gesagt, da glauben sie auch selber nicht mehr wirklich dran. Der MSV Duisburg aber muss unbedingt punkten und die Konkurrenz macht es aktuell auch noch möglich, den Relegationsrang zu erreichen, wie schon mehrmals erwähnt. Jetzt versuchen sie auch nach vorne zu spielen über Fabian Schnellhardt, doch Teuerkauf passt auf und Andrik spielt dann einen langen Ball. Tom Maller verlängert zu Robert Leipertz, der ist relativ frei. Robert Leipertz, 0-1.
Und der MSV steht kurz davor, wieder in die dritte Liga zu müssen. Katastrophaler Beginn in den zweiten Abschnitt. Tomalla verlängert. Leipertz hat zu viele Freiräume, wuchtet den Ball dann oben rechts rein. Felix Wiedwald ist ohne Chance. Ein schmerzhafter Beginn hier für die Gastgeber. Wir schauen erstmal eine Station weiter. Und landen mal in Kiel. Weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt schon mal waren. Es ist aber auch nicht unbedingt die spektakulärste Partie überhaupt. Jetzt hier auch eine Abseitssituation von Haris Duljevic. Schauen wir drauf, ist auch alles klar. Kiel verabschiedete sich mit einem enttäuschenden und ärgerlichen 0:2 gegen Duisburg aus dem Aufstiegsrennen und Dresden konnte sich mit einem 2:1 Erfolg gegen den FC St. Pauli eben, ja, retten, den Klassenerhalt schon frühzeitig sichern. Damit waren sie dann im Endeffekt doch sehr zufrieden. Das war auch eine turbulente Saison bei den Dresdnern. Trainerwechsel, Christian Fjell ist da und es scheint sich jetzt vieles zum Guten zu entwickeln. Okugawa wird erstmal nicht vom Ball getrennt, doch Müller passt auf, spielt aber Carazzo in die Füße. Jae Sung Lee und dann Jani Serra, was für ein Tor. 59. Minute, Holstein Kiel geht in Führung, was für ein Tor. Mega Fehler von Müller. Carazzo fängt den hier ab. Wir Tor in Köln. Ja, und dann Jani Serra. Schöne Schusstechnik. Fantastisch oben rein, da ist gar nichts zu halten. Und jetzt gucken wir nach Köln, wo der dritte Treffer passiert ist. Ja, auch der dritte Treffer, der zählt. Absolut, 57. Minute, es war wieder haarscharf zum Abseits, aber denke ich mal alles korrekt. Florian Kainz dreht also diese Partie jetzt endgültig, bleibt vor André Weiß, absolut cool. Mit dem linken Fuß schiebt er ihn unten rechts ein, lupft ihn leicht an, dass Weiß auch mit dem Fuß nicht mehr rankommt. Das ist gleiche Höhe für meine Begriffe. Also Köln führt hier 2:1 gegen Regensburg, wir schauen nach Paderborn, da ist es ja deutlich dramatischer. Absolut. Der HSV arbeitet am Ausgleich. Özkan fehlt hier aber noch die Präzision im Abschluss. Der SC Paderborn etwas defensiver, aber das hat nicht viel zu lauten. Ansonsten sind sie ja immer extrem offensiv aufgestellt. Och, der HSV versucht jetzt über Gegenstöße nach vorne zu kommen. Es ist weiterhin sehr wenig produktiv, was die Gäste hier spielen. Philipp Clement mit dem Ball in die Spitze. Da wird es fast noch gefährlich, aber Julian Pollersbeck passt auf. Stunde jetzt knapp gespielt. Und aktuell wäre es das theoretisch noch nicht, aber praktisch schon gewesen mit dem Aufstieg. Nicht mehr der Relegationsrang ist noch realistisch, weil Union ja mit 4:1 führt und das Torverhältnis des HSV ist deutlich zu schwach. Bernhard Tepetay über die rechte Seite nimmt Dreger mit. Klar, die Paderborner haben Zeit, das hier alles gut auszuspielen und das ist ja auch deren Qualität. Antwi Ajay erstmal mit dem Fehler, Naray mit dem Befreiungsschlag und wieder die Paderborner im Ballbesitz. Collins nimmt über die linke Seite Antwi Ajay mit, der hatte das 1:0 vorbereitet. Da ist die Flanke in die Arme von Julian Pollersbeck. Der HSV wirkt ideen- und ratlos, so hart muss man es leider ausdrücken. Wo soll das Selbstvertrauen auch herkommen? Trotzdem müsste man mal jetzt ein bisschen was nach vorne reißen. Elfmeter in Kiel. Passiert hier gleich das 2:0, wir schauen nochmal drauf und dann ab nach Kiel. Da ist ein Strafstoß gepfiffen worden. Für die Gäste, dem beschwert sich noch. Ja, spielt er auch den Ball, aber da war, denke ich, auch ordentlich Knochen mit bei. Die Möglichkeit für Patrick Ebert zum Ausgleich nach 69 Spielminuten. Ebert gegen Reimann, den Kronholm-Vertreter. Reimann hält! Dominik Reimann hält das 1:0 fest und da ist der Jubel groß. So schlecht war er gar nicht getreten. Macht er stark. Streckt sich, fischt den Ball raus. Also, steht hier weiter ein 1:0. Wir gucken nach Ingolstadt.
Die Schanzer haben hier ihre Möglichkeiten, um den Führungstreffer zu erzielen, nochmal Druck eben auf Platz 15 auszuüben. Aber Kutschke und Kaya zielten hier jeweils zu hoch. 20 Minuten auch hier noch auf der Uhr. Thomas Pledel spielt das von hinten locker raus. Christian Tresch mittlerweile eingewechselt worden und Pledel mit dem Konter. Hatte ja auch über einen Konter getroffen gegen den HSV. Thomas Pledel alleine auf weiter Flur. Tresch und Lescano. Doch Heuer Fernandes pariert. Auch gegen Union Berlin einiges rausgeholt, womit man nicht mehr hätte rechnen können. Am Ende sicherte er so den Lilien das 2:1. Hier gibt es jetzt einen Wechsel. Den Eckstoß schauen wir uns noch an und dann würden Tor wir Aue. Gerne wechseln und dann wechseln wir halt nach Aue. Da ist ein Tor gefallen. Damit wäre Fürth schon mal raus aus der Verlosung. Ingolstadt konzentriert sich nun also nur noch auf den SV Sandhausen. 74. Spielminute, der Ausgleich. Endlich ist er da. Yosuke Ideguchi steht komplett richtig, aber auch komplett frei. Jendrusch, Männel-Vertreter, muss seinen ersten Gegentreffer hier hinnehmen. Also, Greuther Fürth rettet sich, stand jetzt aus eigener Kraft. Wir wollen nochmal an die alte Försterei geben. Viertelstunde noch auf der Uhr, doch aktuell fehlt mir die Fantasie, wie Magdeburg hier 3 Treffer erzielen möchte und selbst ein Unentschieden würde ja nicht so viel bringen. Trotzdem, immerhin was für die Moral. Sie müssen aufpassen, nicht den 5. Treffer zu kassieren. Sebastian Andersson heute noch ohne Torerfolg. Ja, aber hier ist eigentlich alles klar und Magdeburg muss dann irgendwie am letzten Elfmeter in Sandhausen noch was reißen. Jetzt schauen wir nach Sandhausen. Für Sandhausen und tatsächlich noch die rote Karte für Amos Pieper. In der Innenverteidigung aufgestellt seit einigen Wochen. Ja, grätscht da relativ motivationslos rein gegen Andrew Wooten. Gibt noch einen Wechsel, Tim Knipping für Jesper Verlaat. Weiß nicht, was es damit jetzt auf sich hat. Nicht da noch den Schützen nervös machen, aber Andrew Wooten ist ein absolut verlässlicher Schütze. Also Wooten gegen Stefan Ortega und Andrew Wooten hält Sandhausen Stand jetzt in der zweiten Bundesliga. 77. Minute. Der US-Amerikaner macht es ganz cool, ganz überlegt ins rechte Eck. Und das Hartwaldstadion freut sich natürlich über ein weiteres Jahr zweite Bundesliga. Ingolstadt gewinnt ja aktuell sowieso nicht. Aber so kann es die Elf von Uwe Koschinat aus eigener Kraft bewerkstelligen. Und das ist hier selbstverständlich der Anspruch, den man hat an sich und für seine Fans vor allem. So, 1:0 steht es hier. Wir waren in Berlin, da gucken wir gleich wieder hin. Magdeburg kämpft, haut alles rein, aber das dürfte es wohl gewesen sein. Kein Abseits jetzt. Osei Kwadwo, Manfred Osei Kwadwo zu Christian Beck, das 4:2 immerhin. 82. Spielminute. Sollte es jetzt hier wirklich nochmal spannend werden, es ist eigentlich kaum vorstellbar. Zumindest das 4:2 ist erzielt, aber die Magdeburger glauben nicht wirklich so dran. Sprinten nicht dem Ball entgegen. Freuen sich leicht, zurückhaltend. Ja, wir sehen es hier. Also, hier steht es 4:2. Jetzt geht's nochmal nach Paderborn. Winzheimer ist gekommen für Jatta. Die Brechstange wurde also ausgepackt. Naray zu Lasogga! An die Latte ist das Tor in Sandhausen. Das Tor in Sandhausen gucken wir uns gleich an, aber das hätte es natürlich sein können. Ist das knapp und ärgerlich jetzt nach Sandhausen. Das war's. Sandhausen bleibt auch in der kommenden Saison Zweitligist. Senga macht das Ding in der 85. Spielminute. Und gibt Bielefeld in Unterzahl den Knockout. Schöner flacher Schuss unten links rein. Stefan Ortega Moreno ist ohne Chance.
Hier dürfte alles klar sein. Wir spielen gleich zurück in die Bentala Arena ab nach Paderborn. Paderborn hat den Lattenschuss erstmal so fröhlich hingenommen. Und jetzt kommen sie wieder und jetzt treffen sie wieder. Wieder Gay. 87. Minute, der HSV geht hier unter. 87. Minute und das könnte es jetzt wirklich mit dem Aufstieg schon gewesen sein. Zulinski behält die Übersicht im Gegensatz zu allen Verteidigern beim HSV. Und Pollersbeck springt dann über den Ball noch rüber. Unglaublich, unglaublich. Babacar Gay mit dem 2:0 Doppelpack. Und Paderborn kurz davor wieder aufzusteigen. Also patzen tun sie jetzt Aue erstmal nicht. Den Treffer an Aue gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Muss Fürth jetzt plötzlich nochmal zittern? Sollte Ingolstadt treffen, wäre das der Fall am letzten Spieltag. 87. Minute auch hier. Baumgart mit dem 2:1. Nee, nicht Baumgart, pardon, es ist Hermann natürlich. Völlig blank am zweiten Pfosten. Was hat sich Greuther Fürth dabei bloß gedacht? Sah ja gegen Köln teilweise ähnlich aus. Aber das hier ist wirklich extrem drastisch, was da in der Defensive schief geht. 2:1 für Aue. Die machen hier nochmal ihre Punkte. Robert Hermann nickt das Ding ein. Und jetzt gucken wir nochmal nach Duisburg. Ja, es sieht alles danach aus, als würde Duisburg nicht das gelingen, was der HSV zustande bringt, nämlich in der zweiten Liga zu bleiben. Das tut weh für die Meidericher, aber müssten sie dann so hinnehmen und haben sie in den letzten Jahren immer wieder schlucken müssen. Sie kamen dann zurück, aber trotzdem, schön ist es in keinem Fall. Doch Heidenheim spielt das abgezockt runter. Duisburg müsste hier das Spiel drehen und das ist einfach nicht vorzustellen. 0:1, also 3 Minuten gibt es noch oben drauf. Wir melden uns, wenn was passiert. Wir gucken nochmal nach Paderborn. Der HSV versucht es, aber kommt nicht mehr zu Abschlussmöglichkeiten. Der Lattenschuss von Lasogga, der hätte es sein müssen. Jetzt kommen sie auch hier nicht durch. Und das war's. Der HSV kurz davor, eine extra Runde zu drehen. Wir schauen aber nach Duisburg. Da läuft es, glaube ich, noch. Ne, in diesem Moment ist Schluss und der MSV Duisburg ist abgestiegen. Felix Wiedwald und Co. absolut bedient. In Berlin läuft es aber noch. Nachspielzeit eigentlich schon abgelaufen und jetzt ist auch hier Schluss. Das heißt, 9 Partien, 9-mal Abpfiff. Wir gucken gleich nochmal auf die Ergebnisse. Vorher gucken wir aber vor allem nach Köln auf die Meisterschaftsfeier. Und die ist absolut verdient. Die haben sie sich erarbeitet. 33. Spieltag. Am letzten stand es ja schon fest. Und jetzt schauen wir auf die Partybilder hier im Rhein-Energiestadion. Die Erleichterung, die abfällt, die schon am letzten Montag abfiel. Und jetzt zu Hause mit dem 2:1-Sieg gegen Regensburg gekrönt werden konnte. Jetzt gucken wir auf die Bilder. Ich lasse sie damit alleine und dann gucken wir gleich auf die Ergebnisse.
Jo, hier sehen wir noch einmal die Ergebnisse im Überblick, die Tore in der Kurzfassung jetzt nochmal alle hintereinander. Danach schauen wir uns auch dann noch die Tabelle an. Der SSV Jahn Regensburg wollte gegen den 1. FC Köln erstmal Partycrasher spielen. So machte Maximilian Thalhammer in der 30. Spielminute das 1:0 für die Gäste mit einem schönen Schuss aus 16 Metern. Ließ da Timo Horn keine Chance. Der Ausgleich fiel dann aber noch vor dem Pausenpfiff. Jean Cordoba bekam den Ball rübergespielt von seinem Kollegen, drückt den dann aus kurzer Distanz über die Linie und in der 57. Minute nach einem schönen Konter beendet Florian Kainz seine Torflaute und drehte diese Partie. Danach konnte die Party dann endgültig starten. Die Meisterschaftsschale wurde überreicht und die Dämme brachen. Holstein Kiel kann ja nicht mehr aufsteigen. Dresden ist bereits gerettet. So war es eine offene Partie, in der Janni Serra in der 59. Spielminute das 1:0 für die Kieler Störche erzielen konnte. Dieses warte dann auch erstmal die 3 Punkte, oder sollten sie zumindest erstmal gewahrt werden, denn in der 68. Spielminute gab es eine strittige Elfmetersituation. Dem geht etwas holprig rein hier, gibt dann den Strafstoß die Möglichkeit eben zum Ausgleich. Reimann kann aber parieren gegen Ebert und so blieb es beim 1:0. Kiel gewinnt also diese Partie. Nach dem 2:0 in Kiel ist es jetzt für den MSV Duisburg vorbei, weil Robert Leipertz in der 51. Spielminute das 1:0 und das Tor des Tages erzielen konnte. Also der MSV Duisburg verabschiedet sich mal wieder in die dritte Liga. Turbulenter Beginn in Berlin. Marvin Friedrich erzielt in der 2. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Damit der Relegationsrang schon mal aus eigener Kraft ziemlich sicher. Doch Tarek Şahe konnte in der 6. Minute ausgleichen. Das heißt, er ging es von Anfang an Schlag auf Schlag. Da sieht Gikiewicz nicht ganz so glücklich aus, aber der ist gut geköpft, fällt direkt hinter ihm runter. Doch nach einer halben Stunde erzielte Sebastian Polter die erneute Führung für Eisern Union. Das 2:1 dann eben auch ein Kopfballtreffer, gut gemacht. Bruns da im Kasten, kommt nicht mehr rechtzeitig in die Ecke. Jetzt wurde es turbulent kurz vorm Pausenpfiff. 3:1 Doppelpack Sebastian Polter. Wird da schön freigespielt, bleibt dann wiederum cool, diesmal mit dem Fuß. Spielte heute in der Startaufstellung gemeinsam mit Sebastian Andersson. Robert Juhl in der 45. Minute dann also nochmal ein Treffer vor der Pause. Gleiches Eck, etwas höher geschossen. 4:1 damit nach 45 Minuten. Und für Magdeburg war das jetzt richtig grauenhaft. Man musste hoffen, dass Ingolstadt parallel nicht gewinnen sollte gegen Darmstadt. Sie bemühten sich nochmal, erzielten in der 81. Minute das 4:2 durch Christian Beck, verlieren jetzt zum zweiten Mal in Folge mit diesem Ergebnis, zuletzt ja auch gegen Bochum, aber die Hoffnung auf den Klassenerhalt wird damit etwas kleiner. Ingolstadt geriet erstmal in Not gegen die Lilien, da machte in der 11. Minute Serda Dursun das 1:0 für die Gastmannschaft von Gramotzes, schön gemacht, bleibt da eiskalt vor Schauner. Kurz vor der Pause dann aber der Ausgleichstreffer von Stefan Kutschke, der da am ersten Pfosten hochsteigt. Heuer Fernandes kann nicht mehr rechtzeitig an den Ball kommen. Im zweiten Durchgang gab es noch Möglichkeiten, aber keine Tore. Ingolstadt trennt sich mit 1:1 von Darmstadt. Der SV Sandhausen eigentlich schon gerettet, musste nur noch einen Punkt in den letzten beiden Partien bekommen. Amos Pieper sorgte dann für einen Strafstoß und bekam dann etwas überhart die rote Karte. Der SV Sandhausen sogar damit die Chance auf den Sieg in der 77. Minute. Andrew Wooten verwandelte den sicher, schickte Stefan Ortega in die andere Richtung. Bielefeld machte auf, wollte nach dem tollen 2:0 gegen Paderborn nachlegen, aber bekam dann die Quittung. Erik Senger in der 85. Spielminute macht er den Deckel drauf. Sandhausen gewinnt mit 2:0 und sichert damit aus eigener Kraft die Klasse.
Der FC St. Pauli konnte gegen Regensburg nur kurz einmal die Hoffnungen wieder aufleben lassen. Sie verloren gegen Dresden und jetzt auch gegen den VfL Bochum mussten sie eine Pleite hinnehmen. Das Tor des Tages erzielte hier Severe Gonvula in der 35. Spielminute. Da passte auf, nach der schönen Flanke hält er die Pike rein und sichert so den Bochumern den 1:0 Sieg. Greuther Fürth muss ja immer noch einen Punkt holen, um es aus eigener Kraft zu schaffen, in der Liga zu bleiben. Gegen den FC Erzgebirge Aue fing es erstmal schlecht an. Da machte Jan Hochscheid in der 8. Spielminute das 1:0 für die Lila Veilchen. Eine Viertelstunde vor dem Ende konnte Idiguchi dann zum 1:1 ausgleichen. Und die Fürther sahen sich schon in Sicherheit gewogen, es tatsächlich mit eigenen Mächten hinzubekommen. Robert Herrmann machte den Kleeblättern da aber einen Strich durch die Rechnung. In der 87. Minute steht er da am zweiten Pfosten völlig frei. Das war defensiv wieder schwach, wie schon gegen Köln. Und so muss Greuther Fürth auf die Konkurrenz gucken. Den einen Punkt werden sie aber vermutlich irgendwie noch ergaunern. Der Hamburger Sportverein hatte hier die große Möglichkeit, Paderborn zu schlagen und zumindest den Relegationsrang aus eigener Kraft zu erreichen. Aber Babacar Gaye erzielte hier vor der Pause noch das 1:0. Die Riesenmöglichkeit für den HSV dann zum Ausgleich besaß nach Vorlage von Khaled Naray, Pierre-Michel Lasogga, doch der HSV aktuell auch nicht unbedingt vom Glück verfolgt. Das wäre natürlich ein so wichtiger Treffer gewesen. Paderborn machte es im Endeffekt eiskalt und besser als im Pokal, wo sie noch gegen den Hamburger SV verloren. Babacar Gaye legte einen nach. Sein Doppelpack führt hier Paderborn zum 2:0 Erfolg. Und nach der Pleite gegen Bielefeld ist Paderborn wieder auf dem besten Wege, in die erste Liga zu kommen. Jo, dann schauen wir da mal drauf, was das für die Tabelle bedeutet. Der erste FC Köln ist klar schon locker aufgestiegen, als Meister auch schon fest vor diesem Spieltag. Der SC Paderborn auf dem zweiten Tabellenrang muss aber selber sicher gewinnen, um dann aufsteigen zu können, weil ein Unentschieden würde nur reichen, wenn Union Berlin nicht selber gewinnt, aber da dürfte man im Stadion ja sicherlich nicht unbedingt Lust drauf haben, sich da zu verlassen, was die Eisernen machen. Der HSV muss drauf hoffen, dass Union krass patzt und sie müssen selber unglaublich hoch gewinnen. Also das ist ziemlich unrealistisch. Ingolstadt ganz unten hat die besten Karten für den Relegationsrang. Wenn sie aber 2:0 verlieren sollten und Magdeburg gewinnt mit 3:0, dann schaffen es die Magdeburger noch in die Relegation. Der Hallesche FC muss schon 6 Punkte aus den letzten beiden Spielen erreichen, um noch aufsteigen zu können, beziehungsweise die Hoffnung auf den Relegationsrang sichern zu können. Aber Braunschweig will unbedingt den Dreier und aus eigener Kraft jetzt schon einen Spieltag vor Schluss die Klasse sichern. Sie hatten dann auch die erste Möglichkeit, die Gäste von André Schubert richtig gut eingestellt. Der Treffer fehlte aber noch. Es war eine gute Anfangsphase in einer offenen Partie. Bentley Baxter, Bahn mit der Flanke, Arjani am zweiten Pfosten. Fehlt dann vielleicht die nötige Ruhe, um den noch auf den Kasten zu bringen, aber das war wirklich gefährlich. Und nun nochmal vor dem Seitenwechsel die Gäste. Flanke von der rechten Seite, Janzer auch etwas überhastet wie Arjani auf der anderen Seite. Und somit ging es mit diesem Resultat dann in die Katakomben. Der zweite Durchgang dann wirklich sehr langweilig, sehr harmlos von beiden Mannschaften. Braunschweig mit dem Punkt auch nicht ganz unzufrieden. Für Halle war es deutlich zu wenig. Dann der Ballverlust und Jonas Hofmann, dreifacher Torschütze vom Erfolg gegen Aalen, wird hier nicht angegriffen. Das ist Bär und Marcel Bär legt den Ball zu Janzer, der zu Hofmann und jetzt war der Treffer da. 5 Minuten vor dem Ende hält stand jetzt Braunschweig die Klasse mit diesem Resultat. Unglaublich, kein Abseits. Und Philipp Hofmann scheint erstmal die Rettung zu sein für die Braunschweiger. Wir springen in die 90. Spielminute. Braunschweig hat Zeit. Fürstner hier mit dem Einwurf, aber in den Brustkorb, auf den Brustkorb von Sebastian May. Die Flanke dann nicht verkehrt, aber auch nicht gut genug. Fejsic schmeißt sich auf den Ball
und schmeißt sich damit auf den Klassenerhalt für Braunschweig. Eine katastrophale Saison, zumindest in der Hinserie, kann Braunschweig jetzt schon am vorletzten Spieltag retten mit dem 1:0 hier in Halle. Cottbus konnte mit 2:1 gegen Uerdingen gewinnen und ganz wichtige Punkte einfahren im Kampf um den Klassenerhalt. Gegen den Letztplatzierten aus Aalen sollte es zu Hause nichts bewirken, dass sie irgendwie nochmal in die Abstiegsränge reinrutschen sollten. Aber der VfR Aalen spielte befreit auf. Sessa mit der Übersicht. Schöner Ball und Triani, Mattia Triani mit dem 1:0. Sein erstes Saisontor. Spielte in der Saison nicht immer eine Rolle. Jetzt machte er den Führungstreffer. Fehler von Cottbus im Spiel nach vorne. Und dann ging es auch blitzschnell in die Spitze. Matthias Moritz mit dem 2:0. Cottbus wie von allen Sinn. 10. Saisontor für den ja so erfolgreichen Stürmer. Die einzige Hoffnung, die Aalen lange noch blieb. 0:3 dann in der 49. Minute und es wurde richtig schmerzhaft für den FC Energie Cottbus. Der VfR Aalen spielte sich hier ein bisschen den Frust von der Seele. Auch wenn Cottbus es dann versuchte, schnell nochmal auf die richtige Bahn zu lenken. Marcello Freitas in der 57. Minute nochmal mit dem Schuss, aber er konnte das 1:3 nicht erzielen und dadurch wurde es zu einer noch schwierigeren Aufgabe. 20 Minuten vor dem Ende, dann Peter Sliskovic und dieses Tor passt dann auch zu dieser Partie. Wunderbar oben rechts rein. Bei Aalen klappte alles, bei Cottbus klappte so gut wie nichts und die Absteiger, die schon lange feststehen aus Aalen, machen hier dem Energie Cottbus vor dem letzten Spieltag die Hölle nochmal so richtig heiß. 2 Teams, die schon gerettet sind, aber trotzdem noch um die Punkte kämpfen möchten. Hansa Rostock gewann ja beim Tabellenführer, beim Spitzenreiter, beim Meister aus Osnabrück mit 2:1. Hier hatten sie dann auch die erste Möglichkeit. Und die war nach 3 Minuten schon mal gar nicht so ungefährlich. Die Rostocker Fans sowieso immer zufrieden und immer gut gelaunt. Verbreiteten hier starke Stimmung. Der KFC Uerdingen in der Anfangsphase dann aber auch mal mutig. Über Stefan Aigner und Konrad ging es dann in die Spitze zu Osayaman Osawo und der mit dem 1:0. Etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt, weil Rostock zunächst kontrollierte. Aber da werden sie bestraft. Und vor dem Pausenpfiff nochmal der KFC. Altschwede kann es eigentlich klären. Doch die wird nochmal heiß gemacht, die Szene. Und Osave mit einem artistischen Treffer zum 2:0. Macht er da richtig gut. Auch kein Abseits. Vom Innenpfosten springt er dann rein. Wir springen in den zweiten Durchgang. Uerdingen wollte jetzt alles klar machen. Aigner, Mohamed aber alles andere als gefährlich in der 68. Spielminute. Weiterhin 0:2. Und Hansa Rostock, die waren etwas müde. Wir springen schon in die Nachspielzeit. Zumindest der eine Treffer sollte herhalten, aber auch der konnte nicht erzielt werden. Öztürk nochmal mit der Kopfballchance, der dann aber relativ deutlich rüberging. Ein enttäuschendes Heimspiel zum Abschluss im Ostseestadion. Trotzdem hat der FC Hansa Rostock eine richtig gute Saison gespielt. Hier müssen sie sich aber gegen die Gäste von KFC Uerdingen mit 0:2 geschlagen geben. Der SV Wien-Wiesbaden siegte ganz schmutzig zuletzt gegen die Sportfreunde aus Lotte. Jetzt war der Spitzenreiter, der Meister, der schon seit einigen Wochen feststeht, der VfL Osnabrück zu Gast und eine schwierige Aufgabe für die Wiesbadener, die bissen sich hier die Zähne aus. Wir wollen ja grammatikalisch korrekt bleiben und das war eine Riesenchance hier für die Gastgeber. Osnabrück nach dem 1:2 gegen Rostock weiterhin noch etwas neben der Spur. Nach vorne kam nicht viel zustande, dann Schmidt zu Florian Hansch und der erzielte den Führungstreffer. 4. Saisontor. Und so wichtig für die Wiesbadener, um den Relegationsrang zumindest zu festigen gegen den hallischen FC. Das würden sie schaffen, wenn sie hier heute gewinnen.
Dann der Blick auf KSC und eventuell der direkte Aufstieg. Davon möchte man aber nicht träumen. Jetzt erstmal diesen Sieg hier, diese Führung über die Zeit bringen. David Blacher in der 59. Spielminute mit einer der gefährlichsten Aktionen. Der Elf von Daniel Thieu nach vorne. Der Distanzschuss geht dann aber vorbei. Wir springen schon in die Schlussphase. Wen machte das richtig clever und stark? Über die rechte Seite hier mit Lorch. Der Flankenball ist super. Schmidt erstmal gegen Körber. Kommt nicht durch. Minzel bleibt dran. Dittgen. Dann Schmidt zu. Alf Minzel. Erstes Saisontor. Kommt nicht zum falschen Zeitpunkt. Der vor einigen Jahren das 3:1 gegen den VfB Stuttgart 2 und damit den Klassenerhalt in allerletzter Sekunde gesichert hat, sorgt jetzt eventuell sogar dafür, dass die Elf von Wien Wiesbaden in die zweite Bundesliga aufsteigt. Sie gewinnen mit 2:0 gegen den Spitzenreiter VfL Osnabrück. Die Fans der Spielvereinigung Unterhaching haben wirklich einiges zu leiden. Die Sportfreunde Lotte waren jetzt zu Gast, die mussten sich gegen Wien mit 1:0 geschlagen geben, aber die Hachinger waren auf diese Situation, auf diese Szenerie im Abstiegskampf einfach nicht eingestellt. Mittlerweile sind sie richtig tief drin und damit mussten sie erstmal umgehen. Nach dem 4:0 gegen Kaiserslautern schrillten spätestens bei allen die Alarmglocken. Doch sie wurden jetzt etwas besser, die Hachinger, spielerisch, qualitativ den Sportfreunden aus Lotte deutlich überlegen, aber sie brachten es zu selten bis dato aufs Feld. Der Schuss hier von Bigalke wirklich ungefährlich. Eckstoß danach 25 Minuten, da ist Marc Endres, kommt an den Ball und piekt den Ball über die Linie und das könnte so wichtig sein für die Hachinger. Viertes Saisontor für den Innenverteidiger. Das ist wirklich gut gemacht gewesen. Starker Laufweg. Lotte jetzt im zweiten Durchgang läuft also diesen Rückstand hinterher. Sie müssen unbedingt punkten. Ansonsten dürften sie den Gang in die Regionalliga antreten und das möchte man unbedingt vermeiden. Doch Unterhaching spielte jetzt sogar etwas mit Selbstvertrauen. Da kommt die Flanke von der rechten Seite. Sascha Bigalke mit einer schönen Drehung. Der Kopfball in der 68. Spielminute findet aber nicht mehr rechtzeitig den Weg nach unten. Schlussphase nochmal Lotte. Ein 1:1 wäre auch schon extrem wichtig, doch Gerrit Wehkamp vergab diese Möglichkeit. 85. Minute, die letzte Chance für die Gäste und so sichert sich Haching am Ende dann doch noch die Liga. Eine knappe Sache, aber das ist eben dreckig und richtig. So geht's nur im Abstiegskampf. Haching gewinnt mit 1:0 gegen Lotte. Zwei Teams, für die es eigentlich nur noch um die Ehre geht, aber besonders die Lautra-Fans haben hier auf Ehre einiges gelegt. Von Wert. Hier in der 17. Minute hatten sie dann auch die erste Chance. Sie mühten sich, die Roten Teufel hier das Spiel zu machen und da waren sie auch erstmal zu in der Lage. Würzburg in einem spektakulären 4:3 besiegten sie den FC Carl Zeiss Jena. Im ersten Durchgang von dieser Offensivpower gar nicht zu sehen und Jan Löhmannsröben mit der nächsten Riesenchance und Verstappen, der im letzten Heimspiel gegen Fortuna Köln eine Riesenpartie spielte, stand hier im ersten Abschnitt wieder absolut im Mittelpunkt. Nochmal die Lautra vorm Pausenpfiff. Über die linke Seite diesmal. Das ist Pick. Macht das schön. Legt ihn sich auf den starken Fuß. Jonjic mit dem Kopfball aber etwas überfordert. Zweiter Durchgang, erstmal wieder nur die Lautra. Kühlwetter mit dem weiten Ball. Der Kopfball ist dann nicht verkehrt. Aber auch im Endeffekt kein Problem für den Würzburger Schlussmann. Keine Stunde gespielt. Nun die Würzburger Kickers endlich mal nach vorne aktiv. Breitkreuz, dann Gnase. Baumann hat nochmal die Übersicht und Kurzweg. Etwas überhastet und viel zu zentral. Grill ist da und hält den Ball fest. Wir springen schon in die Schlussphase. Die Würzburger Kickers suchten den Lucky Punch. Sontheimer auf Baumann. Sontheimer auf Baumann. Was ist das für eine Chance? Nochmal diese Szene und dann von Grill geklärt. Was für eine Möglichkeit zum Lucky Punch. Aber diese Reaktion von Grill ist sensationell. Einer der wenigen bei Kaiserslautern,
die Hoffnung versprühen für die nächste Saison. Lautern und Würzburg trennen sich hier torlos mit 0:0. Der SV Meppen holte zuletzt ein 1:1 gegen Fortuna Köln und das war absolut schmeichelhaft. Da hätten sie schon lange 2:3:0 zurückliegen müssen. Aber Fortuna Köln machte die Möglichkeit nicht. Jetzt der FC Kaisers Jena zu Gast. Die abstiegsbedrohten Gäste gehen hier gleich mal in Rückstand. In der 5. Minute durch einen richtig fantastischen Volleyschuss von René Guda. Schauen wir in der Zeitlupe drauf. Der war klar hinter der Linie. Und der Verlauf der ersten Hälfte konnte den Gastgebern nur gefallen. Es war richtig stark. Die Chancen zum zweiten Tor wurden hier aber vergeben. In dem Fall von Piosek. Koppens hält den Ball dann fest. Nun musste der FC Kaisers Jena was machen. Stehen ja auf einem Abstiegsplatz. Kübler mit dem schönen Ball auf Fasnacht. Was der daraus macht, ist deutlich zu wenig. Und der Sturmlauf der in gelb gekleideten Gäste fing jetzt an, wurde dann aber auch immer mal wieder in die andere Bahn gelenkt. Granatowski in der 64. Minute, wirklich gefährlich wurde es in der Szene hier aber nicht. Trifft den Ball überhaupt nicht richtig, schießt sich da selbst am Standbein so ein bisschen ab. Und so weiterhin 1:0. 20 Minuten noch auf der Uhr, man konnte es den Gästen nicht absprechen. Sie versuchten es, die Chancen kamen zu selten, dann aber meist ziemlich gefährlich. Tietz in der 72. mit dem Schlenzer. Die Kamera öffnet sich. Der Ball nähert sich dem Tor, aber nicht genug. Nachspielzeit nochmal der FC Carl Zeiss. Tietz und Kübler. Kübler, Tietz. Aber Posipal ist dazwischen und lässt dem FC Carl Zeiss Jena keine Chance, hier einen Punkt mitzunehmen. Das große Zittern geht also weiter für den FC Carl Zeiss. Das heißt, am letzten Spieltag muss definitiv der Dreier herhalten. Der TSV 1860 München spielt eine wirklich extrem mittelmäßige Saison nach dem Aufstieg. Man hätte schon früher in ruhigeren Gefilden sein können, verpasste aber häufig die Chance, den Matchball zu verwandeln. 10. Spielminute, dann die erste Möglichkeit für die Löwen. Das war Mauersberger mit einem Kopfball, aber noch zu harmlos. Die Anfangsphase war durchaus unterhaltsam, weil Fortuna Köln sich nicht hinten versteckte, nach dem bitteren 1:1 gegen Meppen jetzt den Dreier endlich einfahren wollte. Und den brauchen sie auch, ansonsten müssen sie sich gar nicht über den Klassenerhalt Gedanken machen. Moritz Hartmann, der den verletzten Dahmani vertrat, zielt hier noch etwas zu ungenau. 2. Durchgang. Der SC Fortuna Köln machte eine starke Partie. Doch der Treffer sollte noch nicht her. Scheu über die linke Seite mit dem Abschluss. Nach 52 Minuten stand es aber weiterhin 0:0. Da konnten sich die Münchner auch bei ihrem Hintermann Hiller bedanken, der gegen den FSV Zwickau noch patzte. Nun Ernst, der sich da irgendwie durchsetzt, den Ball aber nicht ins Tor bringt. Genau eine Stunde da gespielt. Der ist nicht so einfach zu nehmen, dennoch hat er da relativ viel Zeit und schafft es trotzdem nicht. Keine Viertelstunde mehr auf der Uhr. Langer, weiter Ball jetzt mal über Scheu. Da ist die Flanke zu Michael Eberwein und der nickt das Ding ein. So wichtig für die Gäste. 5. Saisontor. Der Kopfball wird länger und länger und fliegt dann oben ins Eck. Die Schlussphase war jetzt weiterhin in der Hand von Fortuna Köln. Sie mauerten sich nicht ein. Hiller kommt raus, kann ihn nicht richtig klären. Und Christopher Andersen nutzt das zur Entscheidung. 87. Spielminute. Diese Partie war entschieden. Die Münchner Fans waren absolut unzufrieden und das zu Recht. Sie hatten in der ersten Halbzeit eine gute Phase, danach übernahm nur der Sportclub aus Köln. Das sind ganz wichtige Punkte für die Gäste im Abstiegskampf. Groß Asbach gab alles gegen den KSC, am Ende verloren sie aber dennoch gegen die Aufstiegsaspiranten aus dem Badener Land. Halbe Stunde hier gespielt, der FSV Zwickau konnte sich nach dem 5:2 gegen 1860 frühzeitig retten, wollten hier aber trotzdem als Zünglein an der Waage
keine Wettbewerbsverzerrung betreiben und Brinkies in der 30. Minute zeigt das in überzeugendem Maße. Anschließender Eckstoß, nicht richtig geklärt. Ronny König jetzt mal versucht sich da irgendwie frei zu spielen, macht das katastrophal. Ist eben Stürmer, hat da hinten kaum etwas zu suchen und dann solche Bälle. Röttger, Torjäger, der Asbacher kann es hier um ein Haar ausnutzen. Zweiter Durchgang, der FSV Zwickau jetzt etwas aktiver in der Bewegung nach vorne. Antonic legt nochmal raus, da ist Schröter mit der Flanke am zweiten Pfosten. Leon Lauberbach mit dem Kopfball. 63. Minute, das fünfte Saisontor brachte die etwas schmeichelhafte Führung für die Gäste aus Zwickau. Aber Groß Asbach steckte nicht auf. Der nächste Angriff folgte hier. Pelivan mit dem Schuss, 70. Minute, aber Brinkies wieder mit einer überragenden Tat brachte die Groß Asbacher zum Verzweifeln. Und mit Pech ist man ja jetzt schon nach dieser Partie abgestiegen. Sollte man verlieren. Wir sind in der Nachspielzeit. Die Flanke ist da. Starke Parade von Broll. Dann Schröter, der von hinten gelegt wird von Poggenberg. Da war jetzt auch eine Menge Frust mit bei. Ronny König mit der Chance. Wir sind schon lange über die Nachspielzeit hinaus. Ronny König duselt den etwas über die Linie. 10. Saisontor für den Zwickauer Torjäger. Und in der 4. Minute der Nachspielzeit war dann alles klar. Danach war auch Schluss. Der FSV Zwickau hat also wirklich dieses Zünglein an der Waage. Groß Asbach verliert mit 0:2 und muss wirklich aufpassen, hier nicht abzusteigen. Der Sieg der Karlsruher konnte noch nicht frühzeitig zuletzt gegen Groß Asbach zum Aufstieg reichen. Gegen Preußen Münster war es jetzt aber auch nicht unbedingt einfacher, denn hier hatten sie die Mannschaft als Kontrahent, die in Halle beim anderen Aufstiegsaspiranten mit 2:1 gewannen, und die Münsteraner hatten ja auch die erste Chance. Klingenburg mit dem Abschluss, starke Parade von Opop. Wir sind noch in der Anfangsphase. Dadaschow, dann Heinrich, stark zu Klingenburg, kein Abseits. Und das 1:0, mittlerweile auch schon verdient in der Frühphase dieser Partie. Nimmt den Ball ganz locker an und dann eiskalt eingeschoben. Viertelstunde gespielt, nun der KSC gefordert. Ein Punkt sollte hier mindestens bei rausspringen. Wanizek gegen Braun erstmal dazwischen, aber sie blieben dran. Das ist Röser, super gespielt. Burak Şamoğlu kam nicht aus dem Abseits. Und erzielt mit seinem dritten Saisontor den Ausgleich. Der Gästeblock zahlreich besetzt. Natürlich, mit einem Sieg würde man heute schon den Aufstieg unabhängig von Wien Wiesbaden klar machen können. Und sie waren jetzt euphorisiert, die Karlsruher, über die linke Seite mit Röser. Die Flanke stark, die Flanke ist super sogar. Und Marvin Wanizek, 28. Minute, nicht das Kopfballungeheuer vor dem Herrn. Und trotzdem setzt er sich da durch. Schulze Niehus kommt nicht mehr ran, obwohl er sich streckt. Stunde jetzt gespielt, wir sind also schon im zweiten Durchgang. Preußen Münster gegen Opoff, erstmal noch weiterhin zweiter Sieger. Kubilanski dann auch noch die Sache geklärt. Doch sie blieben dran, die Gastgeber, und ließen sich nicht lange davon aufhalten. Und Moritz Heinrich erzielte dann auch das 2:2, war wieder verdient. Der KSC spielte jetzt in der Defensive etwas zu fahrlässig, ruhte sich auf dem 2:1 aus, und jetzt waren sie wieder gefordert. Keine 20 Minuten mehr zu spielen. Das nochmal die Chance für Marvin Pourrier in der 74. Minute. Doch Schulze Niehus parierte das Ding und hielt damit das 2:2 fest. Das über die 90 Minuten auch in Ordnung geht. Der KSC muss also noch auf die Konkurrenz schauen. Es sei denn, sie gewinnen einfach nächste Woche ihr Heimspiel und dann können sie es vor eigenem Publikum klar machen. Ist doch auch schön. Jo, das war es dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten checkt noch die anderen Videos auf dem Kanal aus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.